Mandeln, Orangeat, Sternanis. An Weihnachten nicht wegzudenken. Doch was macht man damit nach den Festtagen? Muss man das etwa alles wegwerfen oder halten sich Backzutaten ewig? Wir haben mit Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale Plätzchen gebacken und sie gefragt, kauft sie denn immer alles frisch? Mehl und Zucker waren vom letzten Jahr, weil Zucker ist quasi unverwüstlich und Mehl ist helles Mehl, kein Vollkornmehl, das hält sich auch sehr gut. Und den Kakao, den habe ich neu gekauft. Denn Kakao enthält viel Fett und ist deshalb sehr empfindlich. Doch wie lagert man denn Backkakao, Nüsse und Co., damit man lange was von ihnen hat? Backzutaten müssen immer trocken und einigermaßen kühl gelagert werden. Am besten im Keller oder im kühlen Vorratsschrank. In den Küchen ist es eben oft feucht und da haben sie den besten Schutz, wenn sie in einem Glas lagern. Also Gläser sammeln und Zutaten reinpacken, denn hier sind sie bestens aufgehoben. Und solange die Zutaten gut aussehen, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum zweitrangig. Ich erkenne es daran, wenn ich meine Sinne einsetze, wenn ich daran rieche, wenn ich sie genau anschaue, wenn ich sie probiere in einer kleinen Menge. Und dann kann ich mich auf meine Sinne verlassen, kann wirklich gut feststellen, ob es noch in Ordnung ist oder nicht. Mehr auf die Sinne vertrauen. Dies gilt auch für Plätzchenbackmischungen. Denn in den allermeisten Fällen sind die Lebensmittel noch lange über das angegebene Datum hinaus haltbar. Doch auch wenn das Haltbarkeitsdatum noch nicht erreicht ist, können Zutaten schon schlecht geworden sein. Und wie ist die Haltbarkeit bei den anderen typischen Backzutaten? Nelkenaroma ist wie bei allen anderen Gewürzen auch sehr leicht flüchtig. Wenn die Nelken jetzt gut gelagert waren, idealerweise in einem Glas mit einem Schraubdeckel, das gut verschließbar ist, dann halten die gut über ein Jahr. Dann sind die meist noch sehr aromatisch. Aber es geht hier nicht nur ums Aroma, denn wenn Backzutaten nicht in verschlossenen Gläsern gelagert werden, haben Vorratsschädlinge leichtes Spiel. Schließlich werden Zimt- und Lebkuchengewürz quasi nur zu Weihnachten benötigt. Was dazu kommt, ist, dass die Vorratsschädlinge so sämtliches, was in der Weihnachtsbäckerei vorkommt und auch sonst übers Jahr, lieben die. Die gehen durch verschlossene Packungen durch, die fressen sich durch den Klebstoff von einer Packung zur nächsten. Es ist auch wichtig, danach zu schauen, ob sich spinnwebenartige Gebilde zeigen. Das ist die Vorstufe quasi. Dann verpuppen sich die Vorratsschädlinge und dann kann man so ein Lebensmittel einfach nicht mehr essen. Backzutaten sollten also immer in verschlossenen Gläsern aufbewahrt werden, damit Schädlinge keine Chance haben und das Aroma erhalten bleibt. Das Aroma unserer Plätzchen war im Übrigen fantastisch.